Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe mir Anfang des Jahres als Ziel gesetzt, jetzt mal langsam aus Leipzig rauszukommen und habe da Dresden ins Visier genommen. Und ja, habe jetzt die letzten Monate mich da um Kontakte bemüht und habe mich da einfach mal beworben. Immer wieder nachgefragt, wie es halt immer so läuft. Jetzt ist es vergangenes Wochenende zu einem Probetermin gekommen. Der Pier 15, wo ich gespielt habe, gehört zu der Eventgruppe E&E. Den gehört so roundabout 70-80% der Clubs in Dresden. Und deswegen war das eine Riesensache für mich, wo ich mich auch sehr gut vorbereitet habe und auch sehr drauf gefreut habe. Und wie das Ganze ausgegangen ist, erfahrt ihr am Ende des Videos. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß. So, jetzt geht's gleich auf. Muss halt jetzt den üblichen Kram wieder machen, wie immer, ne? Das alles zusammenpacken, ins Auto laden und dann nach Dresden abfahren. Bin sehr gespannt. Dresden ist ja jetzt mein erstes Mal. Bin gespannt, wie die Dresdner Party Crowd so unterwegs ist. Und allgemein, wie der Club wird, ob es voll wird, wir werden sehen. So, alles ist gepackt. Alles ist im Koffer. Ich habe meinen DJ-Koffer gepackt. Und jetzt warte ich nur noch auf meinen Kumpel, auf den Benny. Und dann geht's los nach Dresden. Ich freue mich. Wir sind ja auf jeden Fall gerade noch am Heizen, beladen mit Kamera und Laptop, was das Handy lädt. Ey, das ist heute alles so das Chaos irgendwie. Da ist man schon im Zeitstress, ja, da geht dann auch noch die Schranke von der Bahn runter und dann stehst du da eine Viertelstunde, also naja, aber wir sind jetzt auf Kurs und ich bin auf jeden Fall, ich habe mir nur ein paar Bilder angeguckt bisher vom Pier und das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Also ich denke, der Club ist auf jeden Fall geil. Bin ich halt nur noch gespannt, wie dann tatsächlich auch die Dresdner so drauf sind, ne? Wir werden sehen. Benni, was esse ich denn nun? Keine Ahnung. Es wurde nämlich gerade, weil wir haben es ja ein bisschen eilig, wir wollen aber mit dem Veranstalter gerne noch was essen gehen vorher. Und deswegen hat er uns jetzt schon mal die Speisekarte geschickt und wir müssen uns jetzt im Prinzip schon mal was raussuchen. Ich weiß aber nicht so richtig, was ich haben will. Irgendwas mit Hähnchen. Was nimmst du denn? Ja, ich weiß auch nicht, ich kann es nicht. Wir sind auch sehr unschuldig. Wir sind da. Und wir gehen jetzt noch schön was essen. Ins Enchilada. Essen schon bestellt. Läuft. Läuft. Ich habe auch mega Hunger. Und aber übel Stress. Es ist jetzt 22:10 und 23 Uhr muss ich auf den Play-Knopf drücken. Naja, aber das kriegen wir alles hin. Komm, Benni, ich hab Hunger. Warte, jetzt muss ich ja hier. Oh, immer muss man auf diesen Benni warten. Vor uns schon beim Losfahren, jetzt beim Ankommen. Auf Benni musst du quasi nur warten. Ja? Also wenn ihr mal nach Dresden fahrt oder irgendwo hin, Benni wird es nicht mitnehmen. Benni wird ich nicht mitnehmen. Grüße, wo sitzt du denn? Okay, gut, alles da. Okay, gut, bis gleich. So, ja. Benni, schmeckt's noch? Ich habe schon aufgegessen. Enchilada kann ich übrigens sehr empfehlen. Wie viel Zeit haben wir denn eigentlich noch, Herr Veranstalter? Genug. Genug. Okay. Na, wenn er das sagt, hätte ich auch nicht so hetzen müssen. Ne? Gut, das ist eben das Gute, wenn man direkt mit dem Veranstalter essen geht, da hat man überhaupt keinen Stress. Achso. Okay. Bier ist leer. Sag erst. Bauhausfall. Und jetzt geht's endlich in den Club. Wir haben es schon 23:06. Eigentlich sollte ich schon seit 6 Minuten auflegen. Aber naja, das Thema hatten wir ja vorhin schon. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall mega. Und jetzt geht's los. Yeah.
Set mit einem Intro beginnen. Und da muss natürlich auch das Licht passen. Und das werde ich jetzt mal mit ihm absprechen, wie wir das machen. Und ich sehe schon, es ist ein sehr gefährlicher Arbeitsplatz, denn da muss ich die Leiter hoch. Ich setze mal jetzt mal hoch. Mit Drink und mit Kamera. Das ist natürlich, sehr complicated, muss ich sagen. Aber es ist machbar. Lass uns Fülle. Und den besuchen wir jetzt mal. Hallo. Hallo. Sag mal hallo. Hallo. Und das ist der Lichtmann hier. Und sag mal, was machst du denn hier eigentlich die ganze Zeit? Das ist ja gar nicht was zu tun. Und ich habe vor allem gesehen, dein Weg zum Arbeitsplatz ist sehr, sehr gefährlich. Es geht darum, ich muss einfach mein Set anfangen. Da kommt erstmal ein Countdown. Ja? Nein. Der beste Platz ist ganz einfach. Und wir quatschen gleich mal draußen. So, ich bin jetzt draußen, wieder an meinen Westwagen. Und ja, also das war ja heute quasi so eine Art Probe-Gig. Ja, ich sollte im Prinzip einfach mal zeigen, was ich so drauf habe. Die wollten mich halt gerne mal ausprobieren. Und weil ich die natürlich auch angeschrieben habe, gesagt habe, hier, wie sieht's denn aus, ich würde gerne mal bei euch spielen. Immer wieder nachgefragt. Dann habe ich jetzt endlich mal einen Termin bekommen. Gleich in so einem geilen Club, ja. Und ja, jetzt hat der Veranstalter mir während meines Sets Feedback gegeben, weil er eben weg musste. Und also ich will mich jetzt auch gar keinen Fall selber loben, ja. Aber ja, das Feedback war einfach von vorne bis hinten absolut exzellent. Und ja, ich werde jetzt wahrscheinlich öfters in Dresden spielen. Das heißt, Mission Dresden hat hier gestartet und wird jetzt auf jeden Fall weitergeführt. Und da freue ich mich mega drauf. Und ich bin gespannt, was Dresden alles noch zu bieten hat. Und jetzt fahre ich nach Hause.